Also, heute die ehemalige Großbäckerei in Eisenhüttenstadt. Ja, wir wollen mal nicht so nah an die Fenster. Diesmal leichtsinnigerweise direkt vor der Tür geparkt. Hoffen wir, dass mir das nicht zum Verhängnis wird. Aber wird schon werden. So. Ja, hier hat wohl zu Ostzeiten, das war eine Großbäckerei, Eisenhüttenstadt war ja eine sozialistische Planstadt. Also die wurde erst zu Ostzeiten gebaut. Und speziell nach diesem Zuckerbäcker-Baustil, wie man das nennt, das war diese sozialistische Leitsatz für Städtebau. Und da ging es halt rein pragmatisch zu. Ups. Versorgung der Bevölkerung und so weiter. Und man hat dann noch viel auf Frauenarbeitskraft, zurückgegriffen, weil es gab zu dem Zeitpunkt die ganzen Bäckermeister hatten, viele hatten den Job gewechselt und so. Und die Bäcker waren überaltet und viele haben gar nicht mehr gearbeitet in dem Berufszweig. Also hat man viele Frauen rekrutiert, das war ja zu Ostzeiten gar nicht ungewöhnlich irgendwann. Irgendwann war jede zweite Bäcker weiblich und hat sich auch groß ausgebildet und so. Ja. Und ja, nach der Wende hat es noch 10 Jahre gehalten und dann ist es halt wie so vieles der sogenannten Marktwirtschaft zum Opfer gefallen. Ja, und jetzt hat es schon mehrfach gebrannt hier und so. Zwischendurch gab es noch Pläne, das mal wieder in Gang zu setzen. Aber inzwischen ist das Gebäude so stark beschädigt, die Gebäude, so sind ja mehrere, dass das wahrscheinlich nicht mehr passieren wird. Und jetzt gucke ich mir das noch an, bevor es ja alles im Bach runtergeht, endgültig. Ja. Und ja, gucken. Schauen wir mal. Es ist alles so laut, das ist was man so finden. Wurden leider viel geplündert, kaputt gemacht. Ach, hier war ich ja gerade. Und ja. Das ist natürlich Kacke, dass das alles nah an anderen Gebäuden ist, aber ist halt wie es ist, wa? Ey, was für ein Unordnung. Die haben alle richtig gewütet. Gegenüber ist ein aktiver Betrieb, das mag ich immer nicht so, aber ist halt wie es ist. Da ist ein Büro, da ist mir alles eigentlich zu nah dran. Läuft die Aufnahme wenigstens? Ja, das wäre sonst ein Vollreinfall gewesen jetzt. Aha, da sieht es aus, als wenn da ein bisschen Chemikalien aufbewahrt wurden. Wie es hier aussieht, Alter.
Trockener Innenausbau leicht gemacht. Komme ich hier durch? Boah. Spezielles Aroma. Ach, hier war das Lager. Also Ersatzteillager oder so ein Scheiß voll von Hausmeister. VEB Großbäckerei Eisenhüttenstadt. Sehr viel auch ausgebildet, wie gesagt, falls ich es nicht schon erwähnt habe. Dann für den Rest der Republik. Die hatten auch damals Probleme mit der Backwarenversorgung. Wie mit so vielen Versorgungen, aber das wurde dann halt vorangetrieben, weil es ein Grundbedürfnis ist. Und das musste ja erfüllt werden. Zu Ostzeiten war ja ein Backerzeugnis, die haben ja nichts gekostet. Weil eben lebensnotwendig. Und haben die Kommunisten immer dafür gesorgt, dass davon zumindest genug da ist. Naja. Ach du Scheiße. Ja, das ist damit gemeint worden. Ja. Jetzt wird hier nicht mehr viel passieren, weil alles abgefackelt ist. Sieht schlimm aus hier. Obst. Was ist denn der los, Junge? Obsttortenboden. Hergestellt in Deutschland. Kühl- und Trockenlager. Muss ich aufpassen, ich bin nah an irgendwas angrenzt. Ach du Scheiße. Aha, hier war ein bisschen wie Verkauf, Werksverkauf oder Übungskabine für die Lehrlinge, ich weiß nicht. Hier kannst du von der Straße an rein. Interessant. Fürstenberger Landbrot. Hier hinten ist alles so. Ist ja schon gefährlich genug.
Meine Fresse, Alter, hier ist ja alles abgefackelt. Ah, hier ist es komplett runtergekommen durch die Hitze, durch den Brand. Das wurde mal wärmer, Alter. Lastenaufzug. Eigentlich stehe ich ja hier so auf Dokumente und so, aber hier, die sind ja alle in einem Zustand, da machst du nichts mehr. Explosionsgefahr, Rauchen, offenes Licht und Feuer. Verboten, Funkenbildung vermeiden. Okay, na ist klar. Das war eine Lampe, auf die ich getreten bin. Meine Fresse, hier hilft wirklich nur abreißen, zusammenschieben. Ne? Ja. Das waren schon Geräte hier nach der Wende, wie es aussieht. Hier ist die Technikernummer. Schute KG, das ist alles schon nach der Wende. Ziedesalztabletten. Mhm.
die Scheiben alle ein bisschen aufgereiht, bis ein paar Idioten es kaputt gemacht haben. Oh, da kriegst du echt eine Macke. Das ist wirklich ziemlich warm. Ja, 25 Grad ist draußen und es riecht, es ist feucht. Sehr feucht. Boah, Junge. Oh. Dass die Idioten das alles auch nicht irgendwie in Ruhe lassen können. Also, ich meine, warum muss man vernichten? Reicht doch, wenn man es reinkriegt und sich anguckt. Ist doch interessant genug. Verstehe es immer nicht. Da drüben ist ein angrenzendes Werksgelände, deswegen werde ich da mal nicht so groß drin rumkriechen. Mhm. Kumpel von mir ist Bäcker. Vielleicht kann der mit diesen Aufnahmen irgendwas anfangen. Mir ungefähr sagen, was wo ist. Was wohin gehört. Was zu bedeuten hat. Also zumindest von dem, was man noch erkennen kann. Scheiße. Was war denn das mal? So, eine Holzleiter noch drin.
Ja, hier siehst du schon. Da sind die Balken nur noch Kohle. Ich glaube, hier war ich vorhin schon mal. Hier bin ich langgelatscht. Gucken wir mal, ob wir draußen noch irgendwo was finden. Ja, warte mal. Was heißt draußen? Es ging ja noch höher hier. Ja, mach mal keinen Krach, versuch das mal. Ist sehr schwierig. Denn hier aus? Ja, die Nachwendezeit war hammerhart, was man so hört. Da ist bei fast eigentlich scheißegal, welches Gewerk. Ach, guck mal hier. Makran GmbH Eisenhüttenstadt. Naja, so, das ist mein Cover. Ein Case sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich diesen oberen Etagen vertrauen kann. Na klar, das hier wurde durch Hitze abgebrochen. Ah, ne, war eigentlich alles gut. Beton. Beton hält. Inventuranweisungen und Quittungslisten 94 bis 99. Uiuiuiui. Ups, nicht so laut.
Also was ich auf der Herfahrt auch gesehen habe, Eisenhüttenstadt hat noch einiges zu bieten an Lost Places. Aha, hier waren also die... Naja, haben sie alles rausgeruppt. Alles, was mal Geld gebracht hat. Soweit sie rankamen. Wahnsinn. Ja, im Prinzip ist alles umkleiden, duschen gewesen. Spinnenweben. Ah, elektrischer Betriebsraum. Ah, hier. Der Lastenaufzug. Da wird ja schwindelig, wenn du runterguckst. Zumindest mir. Zum Gelände alles. Dass du bewusstlos wirst, ey. Was ist das?
Ja, du Schwanger. Das wohl war. Da hoch geht nicht mehr. Die Treppen sind nicht vertrauenselig. Was ist das? Ui. Ui, ui, ui. Ach ja. Belüftung. Interessant. Oh ja. Eieiei. Hier war hier eine Mensa. Das könnte ja sein, ne? Das ist ein richtiger Großbetrieb, ne? Wie es so aus Zeiten halt gab. Richtig. Also, gibt es ja heute auch noch, aber... Ein richtiges Kombinat. Oder ein Teil davon. Kombinate waren ja dann alles zusammengefasst. Gelbe Seiten 98, 99. Ja, hier könnte es sein, hier so die Küche gewesen, ne?
Hier haben sie gesessen. Das sind ja diese typischen Zugangstüren zu so einer Mensa. Zur Ostzeit sahen die immer so aus. Hier Ausgabe oder Geschirrgabe. Ja. Ja, hier Abwasch, genau. Naja, und hier. Die hier Schrimschrams. Fachzeitschrift der Führungskräfte in der Großverpflegung. September 89, 40. Jahrgang. Walter Schäfer. VEB Großbäckerei, Eisenhüttenstadt. Lieferschein, Differenzzettel. Halsmaul. Ja, scheiße wieder. Einsam schnitten. So. Und es gibt ja eine alte Regel, wenn ein Weg, gerade für so eine alten Gebäude, wenn ein Hinweg funktioniert hat, nutzt doch genau den wieder zurück. Das, also alten Gebäude, einschutzgefährdete Gebäude. Das Ding hat ja einen richtigen Treffer gekriegt hier. Die Hütte. Ja. Also mehr als innen. Na gut, damit habe ich das große Gebäude, glaube ich, geschafft.
Ach du Scheiße. Da brauchst du eigentlich fast nicht reingehen. Ganz schön, das waren dann Garagen und so, ne? Die dazugehörten. Von da kam ich. Riecht halt Öl. Oder? Riecht man da? Nö. Das ist angrenzend zum nächsten Gebäude. Buchten für Firmenfahrzeuge, Transporter gebracht haben und geholt. Muss ja ein bisschen leise sein, was alles angrenzt an andere Gebäude. Wie es hier aussieht. Boah. Ich glaube, das brauche ich mir fast. Nur Müll. Da geht's tief runter. Hätte ich nicht gedacht. Der muss ich durch den ganzen. Und da vorne kam ich. Durch die Hütte kam ich. Uiuiui. Ach du Scheiße. Hochspannung. Ja, hier waren dann die großen. Wo sind der ganze Scheiß drin? Und ach, guck mal hier. So eine Schütze. Ein. Oh, das ist Wahnsinn.
Kundenzettel, Kunden 80, ist das schon Euro? Kundenkarte und Stempel mit. Guck mal. VLB Messgerätewerk Biene Bayerfeld. So, hier eine zeitgenössische Uhr. Ich kann mich verkrümeln. Ah ja, alles klar. In dem Keller wäre ich nicht weiter rum, das ist mir zu chemisch. Das ist war ein bisschen zu bär. So. Oder gehe ich nochmal runter? Jetzt habe ich irgendwas übersehen. Wenn nicht, schneide ich an der Stelle. Ich probiere es nochmal. Ist das weniger problematisch? Wenn ich meine Maske absetze. Ja. Ach, manchmal ist es so blöd, das Ding aufzusetzen, schon lange nicht mehr gemacht. Mann, das muss so sitzen, dass ich nichts nach draußen puste. Ja. Schauen wir nochmal, ob ich was übersehen habe. Ich bin halt relativ schnell da unten durch. Oh. Das übersehen vorhin. Ja, ich muss mich melden. Hier unten dürfte ja nur E-Netz sein, ne? Ne, ich habe Empfang. Ja, Tachchen. Alles okay soweit. Bin fast durch. Bin jetzt hier im Keller. Hier ist sogar erstaunlicherweise Empfang. Scheinbar. Meld mich, wenn ich raus bin. Ich denke mal, die nächste Meldung wird nicht erst eine Stunde, sondern vorher erfolgen, weil ich durch bin. Bis dann.
Ja, irgendwie Räume haben wir tatsächlich noch. Mal sehen. Aha. Habe ich die vorhin gesehen? Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube nicht. Ja, zum Glück habe ich die dann was. Das ist ja. Nee, das war ein richtiger Treffer. Aua, scheiße. Aber zum Glück nur ein rostiges Metallrohr. Was denn, wo geht denn das hin? Das ist ja Wahnsinn hier. Ah doch, ich blute. Nicht wenig. Naja, es geht noch. Da bin ich ja mal gespannt, wo ich hier angekommen bin. Hier ist eine Sackgasse. Und wir sind noch auf dem Betriebsgelände. Das sieht man. Ja, eindeutig. Alles klar. Hier haben wir schon mal. Reicht mir zu. Naja, doch nicht. Ist doch nicht so viel. Das wird der erste, als wenn hier durchgeht, aber naja, alles gut.
gut so. Brennen muss es. Brennen muss es. Okay. Also da hinten ist das Eingangstor, wo wir durchkamen. Also dieses Pförtnerhaus, kannst du sagen. Deswegen schalte ich ab hier mal ab. Das passt sogar, wir haben nur 7%. Und das war's dann für heute. Das war die Großbäckerei Eisenhüttenstadt. VEB, Großbäckerei Eisenhüttenstadt ehemals. Ja.